In der heutigen Folge werden wir alle Jagdaufträge und damit einhergehend die Nebenmission Eine neue Welt, ein neuer Freund so ziemlich fast abschließen. Deswegen ist dieser Teil, den ihr hier seht, Teil 1 dieser Mission, weil wir den zweiten Teil erst nach der Story zu Ende spielen können. Und damit erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Red Dead Redemption 2 im 100% Guide. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei den Jagdaufträgen geht es darum, Tierkadaver in perfektem Zustand zu sammeln und diese dann per Post zu verschicken. Die entsprechenden Jagdanfragen findet ihr zumeist in den Postmeistereien von Valentine, Rhodes, Strawberry, Saint-Denis, Van Horn und Armadillo. Ich zeige euch natürlich immer den Fundort, wenn wir entsprechend einen neuen Auftrag benötigen. Insgesamt gibt es 5 verschiedene Jagdanfragen und dabei gibt es die verschiedensten Tiere, die wir jagen müssen. Hierbei werde ich es dann so machen, dass ich euch die Locations der einzelnen Tiere auf einer Karte zeige und dann im Anschluss noch die Location, wo ich das Tier persönlich jetzt gefunden habe, sodass ihr ungefähr einen Eindruck bekommt, wo ihr das Tier am besten finden könnt. Die Tiere sind dabei in Kleinsttieren und Kleintieren unterteilt, das heißt, ihr müsst entweder hier mit dem Kleinwildpfeil agieren oder mit dem Varmintgewehr, welches ihr euch beim Büchsenmacher kaufen könnt. Bei fast jeder Jagdanfrage ist es so, dass ein Tier dabei ist, welches verwesen kann. Aus dem Grund werde ich dieses Tier auch immer zuletzt jagen und das würde ich euch auch empfehlen, denn es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn ihr die ganze Zeit das Tier gesucht habt und es im Endeffekt verwest. Ein kleiner Extra-Tipp noch, mit Hilfe des Hirschgeweih-Amuletts kann man Kleintiere, wie Eichhörnchen zum Beispiel, mit dem Varmintgewehr erlegen. Wenn ihr das Tier dann aufhebt, ist es zwar nur im guten Zustand, aber sobald ihr es einsteckt, ist es dann im perfekten Zustand. Und empfehlenswert ist hier auch noch das Gabelbockhorn-Amulett. Das kann ja entsprechend bewirken, dass eure Tiere, die ihr mit dem Pferd transportiert, nicht verwest. Also auch hier entsprechend sehr nützlich. Diese beiden Amulette habe ich leider noch nicht, weil ich dazu noch einen Extra-Guide machen möchte. So viel auf jeden Fall dazu. Wir reiten jetzt zu einer Postmeisterei. Da zeige ich euch den ersten Jagdauftrag und dann schießen wir sofort los. Ich befinde mich jetzt hier bei der Postmeisterei direkt in Rhodes. Und da gehe ich jetzt mal rein und da müsste sich auf der rechten Seite so eine Art schwarzes Brett befinden mit dem Jagdauftrag. Und diesen untersuchen wir mal. Jäger gesucht. Wenn Sie geschickt mit Gewehr oder Bogen umgehen können, helfen Sie uns. Wir suchen Tiere für eine Kunstausstellung. Die Exemplare müssen in erstklassigem Zustand sein und dürfen nur mit kleinem Kaliber erlegt worden sein. Gesucht werden aktuell ein ausgewachsener Hase, ein durchschnittliches Eichhörnchen. Versand auf unsere Kosten zu Händen von Miss L. Hobbs in Strawberry. Und damit haben wir die Mission, versende die benötigten Tiere von einer beliebigen Postmeisterei. Für Kleinwild brauchst du einen Bogen mit Kleinwildpfeilen oder das Varmintgewehr. Und wenn ihr jetzt euer Logbuch öffnet, dann sollte es auch hier drin stehen, genau. Nämlich, welche Kadaver ihr braucht. Wir brauchen einen Hasenkadaver perfekt und ein Eichhörnchenkadaver perfekt. Also auf geht's mit der Suche danach. Ich befinde mich jetzt gar nicht so weit weg. Ich bin jetzt hier links von Rhodes einfach mal in so einen kleinen Wald hier gegangen. Und da habe ich schon ein Schwarzhörnchen entdeckt. Ihr seht es rechts unten mit 3 Sternen. Am besten, ihr aktiviert immer euer Adlerauge und schaut auf die Fährte entsprechend von dem Tier. Und wenn das dann 3 Sterne hat, dann ist es ja schon mal perfekt. Jagen werde ich diesen natürlich mit den Kleinwildpfeilen, welche ihr euch im Lager herstellen könnt. Ich suche jetzt mal nur kurz das Eichhörnchen. Ich werde euch natürlich dann entsprechend auch immer ja, zeigen, wie das dann aussieht, beziehungsweise wie ich das Tier dann treffe. Oh, jetzt sind aber ja mehrere Tiere, du. Natürlich könnt ihr dann auch der Fährte folgen und diese wird dann in einer anderen Farbe hier in Gold dargestellt. Das ist auch wesentlich einfacher, falls ihr mich fragt. Und hier haben wir es schon. Also, Detail aktivieren. Und Kopfschuss und dann sollte nichts mehr schief gehen. Und so haben wir das Schwarz. Hörnchen entdeckt. Und dieses stecken wir in die Tasche ein,
Nun fehlt nur noch das Hasenfell. Welches ein Kadaver ist hier im Spiel? Deswegen jagen wir es zum Schluss, beziehungsweise weil es verwesen kann. Ich bin jetzt keine 100 Meter gelaufen und da sehe ich doch schon einen Hasen, der 3 Sterne hat. Auch hier wieder bei Rhodes direkt. Und ja, bei den einzelnen Spuren, die ihr hier seht, habe ich hier einen Eselhasen mit 3 Sternen entdeckt. Dessen Fährte will ich natürlich folgen. Ah, da ist er auch schon. Ja, renn doch nicht weg, mein Guter. Komm. Put, 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 put. Ja, und diesen erledigen wir natürlich mit einem Warmintgewehr. Direkter Headshot und auch hier haben wir ihn wieder. Ja, und diesen müssen wir jetzt an unser Pferd hängen. Weil dieser Kadaver kann verwesen. Und wo ist denn mein Pferdelein? Ja, ich habe es schon ein bisschen verloren. Aber davon ist es. Und das hängen wir jetzt ans Pferd ran. Und gehen dann zur Postmeisterei. Here we go, boy. Hier wieder bei der Postmeisterei in Rhodes angekommen, hängt unser Hase noch an unserem Pferd. Und das Eichhörnchen haben wir in der Tasche. So muss das auch sein. Und dann können wir auch die Post verschicken. Nämlich die Jagdanfrage. Die erste Bestellung von Tierteilen wurde ausgeliefert. Kehre nach 24 Stunden oder mehr zu einer beliebigen Postmeisterei zurück, um deine Belohnung zu erhalten. Ja, also warten wir mal 24 Stunden und holen uns dann auch die nächste Jagdanfrage. Du hast ungeöffnete Briefe oder Pakete. Du kannst sie dir in der Postmeisterei abholen. Ja, ja, sehr gern. Dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Post abholen. $50. Sehr schön. Damit haben wir die erste Belohnung und auch gleich die neue Jagdanfrage. Und diese schauen wir uns gleich mal an. Denn wir müssen jetzt einen Kardinalskadaver, einen Rattenkadaver und einen Spechtkadaver sammeln. Na dann, los geht's. Ich habe jetzt hier einen Rotkardinal entdeckt und der ist südwestlich von Valentine. Also ich bin hier um diesen Fluss bei Caliban Seed einfach drum rumgelaufen und habe hier die Steine am Fluss so ein bisschen kontrolliert. Und hier oben sitzt einer drauf mit einem perfekten Fell, den wir natürlich schnappen. Ja, und damit haben wir ihn auch. So sieht er aus. Perfekt aufgespießt. Und den nehmen wir uns. Als nächstes sollen wir einen perfekten Rattenkadaver bringen und die Ratten oder wo ihr danach am besten suchen solltet, ist hier nördlich der Flatneck Station, südlich von Valentine, nämlich hier in diesem abgebrannten Dorf und da solltet ihr einfach mal die Häuser durchsuchen. Ich bin jetzt hier vor diesem und sehe da drin, Moment, ich zeig's mal kurz mit dem Fernglas, eine Hausratte und mit den Kleinwildpfeilen erledigen wir das kleine Tier. Oh! Und es ist uns sogar entwischt. Also los, hinterher. Ja, ganz schön schnell, die Ratte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wo ist es? Wo bist du? So. Da haben wir das kleine Vieh. Und heben es mal auf, die Ratte. Für den Specht habe ich mich südlich von Strawberry begeben. Nämlich hier an diesen Montana River Fluss. Direkt unterhalb von Fort Riggs. Und dort auf einem Stein sitzt er. Der Carolina Specht. Und jetzt fliegt er auch noch davon, also nix wie abschießendes Teil. Und da haben wir ihn und hoffen mal,
dass er 3 Sterne hat, der Gute. Ja, perfekt. Super, dann haben wir alle. Ich bin jetzt hier an der Postmeisterei in Strawberry und gebe natürlich auch hier die Kadaver ab. Post verschicken und die Jagdanfrage. Die zweite Bestellung von Tierteilen wurde ausgeliefert. Kehre nach 24 Stunden oder mehr zu einer beliebigen Postmeisterei zurück. Also gehen wir mal eine Runde schlafen und dann sehen wir uns hier wieder. 24 Stunden sind vergangen und wir haben neue ungeöffnete Briefe und die holen wir uns natürlich ab. Nämlich $70 erhalten wir jetzt. Echt cool. Und eine neue Liste haben wir ebenso erhalten. Mal gucken, was es jetzt so gibt, was wir sammeln müssen. Und zwar haben wir jetzt zu finden ein Backenhörnchen-Kadaver, ein Opossum-Kadaver, ein Tropial-Kadaver und ein Wandertrossel-Kadaver. Also es wird immer mehr. Wir jagen jetzt zuerst das Streifenhörnchen bzw. Backenhörnchen und ich befinde mich jetzt ja in der Mitte von Rhodes und Valentine. Ungefähr hier, wo ihr das Lager im zweiten Kapitel hattet. Und ich habe jetzt schon einmal eine Spur zu einem Streifenhörnchen mit 3 Sternen. Ja, und die Biester sind gar nicht so einfach zu fassen. Ich rüste jetzt erstmal kurz meinen Bogen aus. Natürlich mit den Kleinwildpfeilen, die brauchen wir. So, mein Lieber. Dann komm mal ran, hier habe ich sogar eine optimale Sicht auf dich. Und hier haben wir es. Das Streifenhörnchen. Und das heben wir doch mal auf. Für den Tropial befinde ich mich immer noch zwischen Valentine und Rhodes, hier unterhalb vom Schriftzug von dem N von New Hanover, direkt bei dem Lager im zweiten Kapitel. Und ich habe jetzt hier einen Baltimore-Tropial gesichtet. Das war dieser da. Boah, ich hoffe mal, da kommt jetzt nochmal in Sichtweite. Das ist er nämlich. Und let's go. Ah. Sehr schön. Ja, da haben wir ihn. Jetzt müssen wir nur noch mal kurz nach unten reiten und dann hole ich mir den Tropial. Ja, da liegt das gute Stück. Auf keinen Fall drüber reiten. Und dann sammeln wir den Vogel mal auf. Wo liegt er denn? Na, Vogelein? Wo bist du denn? Ach hier, gar nicht gesehen hier durch die Steine. Und hier ist er, der Baltimore-Tropial. Ich befinde mich jetzt hier südwestlich von Valentine, hier beim Dakota River und ja, den Cumberland Falls, gleich bei der Wallace Station. Und hier muss man schon etwas Glück haben, die Wandertrossel zu finden. Aber keine Angst, Leute, irgendwann taucht sie auf und dort vorne ist sie. Und mal gucken, ob ich sie treffen kann. Jawohl! Nicer Schuss! Wie er das macht, keine Ahnung, aber ist mir auch egal. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das ein perfekter Kadaver ist. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Das war jetzt übrigens die erste, die ich gefunden habe, nach ungefähr einer Viertelstunde. Also ihr braucht schon etwas Zeit. Zumindest hier in meinem Fall. Und ja, ein perfekter Kadaver. Sehr schön. Als nächstes jagen wir das Opossum. Und zwar ist das in der Mitte von Strawberry und Blackwater, hier unterhalb der Rig Station, dieses komplette Stück. Da findet ihr das Opossum. Und am besten, ihr schaut hier gleich in der Nacht nach dem Opossum, weil tagsüber werdet ihr hier kein Glück haben. Und ich habe jetzt schon eins verfolgt und lustigerweise stellt es sich anscheinend tot, weil ich habe es noch nicht abgeballert.
Das solltet ihr dann mit dem warmen Gemäher tun, aber ja, ich habe das jetzt noch nicht gekillt. Ich probiere mal, kann ich das überhaupt aufheben? Nö. Das ist ja lustig. Ja, jetzt rennt es natürlich davon, ich will es auf jeden Fall nochmal untersuchen. Und das hat sogar 3 Sterne, also optimal. Uch, Ferdi, ich brauche natürlich mein Gewehr. Also gib mal her das Teil. Warmintgewehr brauchen wir natürlich, hier ist es. Und tut mir leid, kleiner Freund, aber du musst jetzt dran glauben. Und damit haben wir den perfekten Kadaver. Sehr schön, das hängen wir jetzt auch an unser Pferd. Und ich würde sagen, wir reiten nach Strawberry und geben das ab. Wir sind nun in der Postmeisterei und geben den dritten Auftrag ab und verschicken ihn per Post. Ja, wie gewohnt warten wir nun 24 Stunden. Leute, wir haben mal wieder ungeöffnete Briefe und diese holen wir uns natürlich hier wieder an der Postmeisterei ab. $100 sind eingetroffen. Klasse. Und damit haben wir natürlich auch eine neue Jagdanfrage. Und diesmal müssen wir jagen einen Singvogelkadaver, einen Sperlingskadaver, Krötenkadaver, Stinktierkadaver und Ochsenfroschkadaver. Den Stinktierkadaver werde ich wieder zum Schluss machen. Alle anderen verwesen nicht. Also ab geht's. Drei Tiere könnt ihr gleich mal hier an dem Spot jagen, wo ich gerade bin, oberhalb von Annisburg. Und zwar den Sperling, den Singvogel und die Kröte. Und bei den Singvögeln könnt ihr einmal die Schallachtangare oder die Kieferntangare hier jagen. Und zwar ist das hier in dieser Flusskurve und die kleinen Vögel sitzen eigentlich immer hier oben auf den Steinen. Also ihr müsst auch nicht lange suchen. Das ging jetzt relativ flott. Bei mir sitzt die Scharlachtangare hier auf diesen Felsen und die linke hat 3 Sterne. Na, wirst du wohl? Und hier ist sie schon mit 3 Sternen. Die Scharlachtangare. Perfekt. Der Sperling oder hier der Feldsperling ist, wie bereits erwähnt, auch hier an diesem Ort. Ich habe hier einfach ein bisschen gewartet und irgendwann kommt er dann schon auf einer dieser Felsen. Und ich hoffe jetzt mal, dass ich auch den richtigen erwische. Hier ist er. Und damit müssten wir ihn haben, den Sperling. Nämlich da. Natürlich finden wir auch hier die Kröte, und zwar die Nordkröte. Und die ist einfach hier am Flussufer entlang. Da solltet ihr auch nicht lange suchen. Irgendwann seht ihr schon mal eine. So sieht sie aus. Und natürlich auch mit dem Kleinwildpfeil. Und erledigt. Nun jagen wir den Ochsenfrosch, und zwar den nordamerikanischen Ochsenfrosch. Den finden wir hier unterhalb von Van Horn, genau hier bei dieser kleinen Halbinsel. Ja, und hier könnt ihr auch einfach hier am Strand entlang gehen und findet dann hier irgendwo, wie ich jetzt hier in diesem Fall, ein 3-Sterne-Exemplar. Und damit haben wir diesen Frosch auch erledigt.
Als nächstes und letztes haben wir dann das Stinktier oder auch hier Streifenskunk genannt. Und das befindet sich oder habe ich jetzt zwischen Valentine und der Emerald Ranch gefunden. Und da ist hier oberhalb von den Oilfields nochmal hier eine Farm, Parmodidell, wenn ich das hier richtig lese. Und da müsst ihr einfach drumherum reiten und irgendwann sollte euch dann das Stinktier mit 3 Sternen begegnen. Hier ist es. Und das ballert ihr natürlich mit dem Warmint-Gewehr ab. Ja, und jetzt geht's ab zur Postmeisterei, denn das Stinktier kann natürlich verwesen, weil wir es an das Pferd hängen müssen. Alright, my boy. Ich bin jetzt auf der Postmeisterei hier bei der Emerald Ranch. Und dann geben wir mal die Kadaver ab. What would you like to send? Ja, und da dies jetzt die 4. Bestellung ist, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ihr, wenn ihr noch in der Hauptstory mit Arthur seid, diese nicht mehr weiterspielen könnt. Da wir uns ja jetzt schon nach der Hauptstory befinden, können wir das weiterspielen. Aber wie gesagt, solltet ihr euch noch in der Hauptstory befinden, müsst ihr diese erst abschließen und dann könnt ihr weitermachen. Also warten wir wieder 24 Stunden. Ich habe nun etwas geschlafen und wir holen uns nun die letzte Jagdanfrage. Ja, diese ist wie bereits erwähnt erst ab Epilog 1 verfügbar. Das heißt, ihr müsst die Hauptstory von Red Dead Redemption 2 mit Arthur zusammen erstmal durchgespielt haben und könnt die nächste und letzte Jagdanfrage dann erst im Epilog starten. Dann holen wir uns doch einfach mal den nächsten Jagdauftrag. Ich bin gespannt, aber erstmal erhalten wir $120. Was für eine Ehre. Und wir schauen uns natürlich an, welche Kadaver wir jetzt als nächstes suchen müssen. Und zwar haben wir einmal einen Zedernseitenschwanzkadaver, einen Fledermauskadaver, einen Blauhaarkadaver, einen Krähenkadaver und einen Biberkadaver. Ja, den Biber werde ich dann am Schluss jagen, weil dieser kann wieder verwesen und den Rest machen wir natürlich jetzt nach und nach. Für den Zedernseitenschwanz solltet ihr euch westlich von Valentine hier zu den Cumberland Falls begeben. Und dort an dieser Stelle, wo ich gerade stehe, solltet ihr einfach in den Himmel schauen und irgendwann tauchen dann Zedernseitenschwänze auf. Ich habe jetzt gleich mal einen kompletten Schwarm. Und 2 Stück würde ich jetzt mal abschießen. Oh, jetzt habe ich aber nur einen getroffen. Ich hoffe mal, jetzt habe ich trotzdem noch Glück. Ja, shit. So, einen haben wir zumindest. Ich hoffe jetzt mal, der hat auch, ja, die perfekte Qualität. Schauen wir mal. Da liegt das gute Stück hinter diesem Busch. Und haben wir Glück? Ja, 3 Sterne. So muss das sein. Sehr schön. Damit haben wir den Zedernseitenschwanz. Für den Blauhaar reist ihr hier nach Annisburg und wieder zu dieser Flusskurve hier. Und hier finden wir dann auch die Krähe, aber später dazu mehr. Jetzt machen wir erstmal den Blauhaar kalt, der sich hier unten befindet. Natürlich wieder mit 3 Sternen. Und hier ist er, der Blauhaar. Für die Amerika-Krähe oder die Krähe, die wir als nächstes als perfekten Kadaver finden müssen, müssen wir hier in dieser Flusskurve bleiben, denn die Amerika-Krähe hat hier eigentlich immer so eine Art festen Spawn. Ja, und dort vorne sitzt sie, natürlich im perfekten Zustand. Also knallen wir sie ab und schnappen uns natürlich das Tier, das ich hier oben wahrscheinlich erst bekomme. Genau. Die Fledermäuse finden wir an einem speziellen Ort und zwar bin ich jetzt hier beim Elysian Pool, also südwestlich von Annisburg. Und hinter diesem Wasserfall hier, da ist eine dunkle Höhle.
Und ja, da sind meistens Fledermäuse. Und die probieren wir jetzt natürlich mal zu erwischen. Ich muss jetzt hier erstmal gucken, ob wir schon an der Decke welche hängen sehen. Ich bin jetzt zum Tunnel und vom Tunnel wieder zurück. Und hier vorne hängt eine perfekte, die wir natürlich abballern. Da haben wir sie. Und heben sie natürlich auf. So, wo ist sie denn jetzt? Da, das von, okay. Und damit haben wir auch die Fledermaus. Als letztes jagen wir noch den Biber mit dem Varmintgewehr. Und ihr müsst einfach vom Elysian Pool, also da, wo wir gerade waren, runter zu. Und hier so an dieser Stelle sollte sich ein Biber an einer Flussuferseite befinden. Ich habe jetzt hier einen gefunden und zwar sitzt der Kleine dort vorne. Sogar ein perfekter mit 3 Sternen. Und den holen wir uns doch jetzt mal. Mit dem Varmintgewehr. So, mein Kleiner. Oh, das ist ganz schön zackig, du. Aber nicht so schnell wie wir. Ja, und ich bin gleich runtergefallen. Sehr schön. Ja, er ist der Gute. Und den nehmen wir natürlich mit. Und geben ihn an der Post ab. Aber ganz schnell, wie gesagt, der kann verwesen. Ich bin jetzt hier bei der Postmeisterei in Van Horn. Und da geben wir jetzt die letzte Jagdanfrage endlich nach so langer Zeit ab. Ja, ich will Post verschicken natürlich und die Jagdanfrage. Damit haben wir es abgegeben und ich würde sagen, wir warten mal nochmal 24 Stunden und sollten dann eine Nachricht erhalten. Es ist soweit, Leute. Wir haben ungeöffnete Briefe und ja, den Brief holen wir uns natürlich jetzt ab. $150 haben wir dafür erhalten. Und ein Dokument, nämlich Miss Hobbs Einladung. Sehr geehrter Mr. Marston, ich bin entzückt, wahrhaft entzückt über die wunderbaren Freunde, die Sie mir geschickt haben. Zusammen haben wir wahre Kunst erschaffen. Leben als Kunst. Ich bemühe mich, einen in der Zeit eingefrorenen Moment der Glückseligkeit zu erschaffen. Und Sie haben mir den gesammelten Tieren erheblich zu meinem Glück beigetragen. Sie müssen mich einmal besuchen kommen und sich ansehen, was für eine Welt wir gemeinsam erschaffen haben. Ich stelle Sie dann Percival vor. Ich bin sicher, Sie werden ihn lieben. Spielen Sie Karten? Meine Freundinnen sind ganz verrückt danach. Oh, ich greife vor. Ich wohne direkt nordöstlich von Strawberry zwischen der Stadt und Montos Rest. Hochachtungsvoll, Miss L. Hobbs. Ja, damit haben wir die Einladung von Miss Hobbs erhalten. Und wie das Ganze weitergeht, das werde ich in einem anderen Part vorstellen, weil damit fangen wir dann die Fremdmission Eine bessere Welt, ein neuer Freund an. Und diese kann ich halt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beenden, weil ich selbst jetzt in der Story noch nicht so fortgeschritten bin. Deswegen, ja, verlinke ich euch den zweiten Part auf jeden Fall in der Videobeschreibung, sollte ich den dann schon haben. Falls nicht, wisst ihr ja, dass ich noch nicht so weit bin, aber ihr wisst schon mal, wo man diese ganzen Tiere hier fangen kann. Ja, ich hoffe, euch hat hier dieser Part der Jagdanfragen gefallen. Gebt dem Video doch gerne ein Like. Teilt das mit euren Freunden und wenn ihr wollt, sehen wir uns natürlich im nächsten Part von Red Dead Redemption 2, dem 100% Guide, wieder. Macht's gut, euer Bashix.